So Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Lego City Undercover. Und ich bin total durcheinander, was wir gemacht haben und was nicht. Deshalb, falls ihr irgendwas schon gesehen habt oder nicht gesehen habt, es tut mir leid, denn ich bin einfach total verwirrt. Weil ich hier nebenbei auch noch das LP von Mythos of Playing gucke, aber da waren wir definitiv noch nicht. Und ja, wir können jetzt mit der Fähre fahren. Wie süß, wie süß. Naja. Das ist schon cool. Mit der Fähre fahren ist immer nice. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. So, die Kiste muss natürlich da drauf. Dann können wir das aufbauen. Und dann, ja, gehen wir einfach hier. Gehen wir einfach hier. Eine Route. Und... Ah! Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber das ist mir egal. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber das ist mir egal. Schnell einen Code eingeben, den wissen wir natürlich. Und dann öffnet sich dieses Tor. Wisst ihr es auch? Das geht ja per Code-Eingabe. Jetzt frage ich mich nur, es sind noch keinerlei maschinelle Verbindungen. Wie geht das? Hier ist sicherlich eine Sidequest. Ja, wahrscheinlich. Die machen wir noch gerade. Habe ich jetzt Bock drauf. Da müssen wir sogar hin. Ach so. Oder? Ja, da müssen wir sogar hin. Ein lila Stein. Oder ist das? Ach so, nee, das ist ein normaler blauer. Lila Steine geben übrigens 10.000. Also, lila ist das Beste. Und geil, hier ist direkt mal ein Superstein. Ach ja, kostengünstig. Ohne jegliche Mühen. Und dann gehen wir noch hier hin und schnappen uns diesen Stein und gehen dann wieder hoch und gehen dann das Albatross-Gefängnis. Da können wir noch nicht hin. Supi, da können wir nie hin. Soll ich da hoch? Ja, komm, spring einfach da runter. Och nö. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Mann, ich dachte, das wäre einfach nur so eine... So eine Sidequest, die man dann, wo man dann irgendwie wieder hochspringen könnte. Naja. Gut. Dann habt ihr halt ein bisschen mehr zum Sehen und zum Failen. Ja, das war nicht gut gemacht. Das war nicht gut nachgedacht. Aber ich finde die Wurfhackenkanone richtig cool. Finde ich, macht mega Fun damit zu schießen eigentlich. Komm, ich will da einfach rüber. Kann ich da noch nicht rüber? Nee, anscheinend nicht. Aber irgendwie muss ich da doch rüber können. Lol, das ganze
Ah, hier. Hier müssen wir hoch. Nein! Nein, 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 meine lieben Leute. So wird das nicht gemacht. Ups. Okay. Wie kann man denn da hoch? Ah, so kann man... Oder auch nicht. Ach Gott, komm schon. Ich will das hier einfach nur beenden. So. Das können wir noch nicht machen. So, da müssen wir hin. Hey, du! Oh. Du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Okay. Wir müssen den Basketball zurückholen. Aha, wo soll der sein? Oh. Wo soll der sein? Sein. Wo soll der sein? Gut, in einem Gefängnis wird ja viel gestohlen, ne? Deshalb. Oh, hab's vergessen. Bam. Bam. Okay, ich denke mal, hier irgendwo ist der Basketball, weil nicht umsonst machen wir das hier sicherlich. Doch, machen wir, denn nur mit einer Fähigkeit geht es dahin. Ah, die haben sie ihn. Also war es doch nicht umsonst. Ja, richtiger Bodenpass. Meine Güte. Oh. Noch spiele ich nur mit dir. Ups. Hoffentlich kriege ich meine so, alte Zelle. So, festnehmen. Da hänge ich Gardinen auf. Das ist nicht fair. So. Und auch du wirst gepoundet. Ich kenne meine Rechte. So, auch du bist im Gewahrsam. Und du gehst jetzt auch schön zur Polizei. Aber die hatten doch den Basketball, oder? Waren die doch, die den Basketball hatten? Wie wär's mit einer Wochenendpause? Ach, da ist er. Ich hab den Basketball. Na gut. Herr, wo ist der jetzt hin? Hä, wo ist der Ball jetzt hin? Wie unlogisch. Wie unlogisch. Komm, werfen wir mal ein paar Körbe. Das war schlecht. Ja, sorry. Ja, tut mir leid. Yeah. Bam. Komm, ich will aufhören. Blue heißt der gesellige Typ. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Huh? Na, no, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, ja, ja, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee.
Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Also. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? So. Sagen wir, machen hier noch ein paar Sidequests, bis wir dann diesen Part hier beenden. Drin. Ah, es war nicht so gut. Mann, ich bin... Es war auch nicht so gut. Wieso? Was ist denn jetzt los? Hä? Darf ich nochmal? Nee. Ich habe verloren. Ich muss alle... Wie viel muss ich denn treffen? Der erste ist drin. Ja, komm! Ist doch Betrug hier. Ah, jetzt ist es halt geschafft. Schön. Geld, Geld, mein liebes Geld, 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 mein liebes Geld, Geld. Du solltest doch in den Zellen bleiben. Geld, Geld, mein wunderschönes Geld, Geld. So wunderschönes Geld, Geld. So wunderschönes Geld. Und dann machen wir auch mal die Sidequest. So, ah, Gott. Puh, ist das anstrengend. Nee, ist eigentlich recht easy. So, fettes Mal. Mit Chase sich anstrengend. Und jetzt kann er... klar. Jetzt kann er das einfach so drauf werfen. So, dann machen wir das Minispiel auch noch. Ich finde das Minispiel recht funny. Ich finde das ziemlich... Es gibt so ein bisschen Geld, natürlich nicht so viel, aber meine Güte, Geld ist Geld, ne? Geld ist Geld. Ja, eigentlich müssen wir mit der Mission schon anfangen, ne? Ja, fangen wir einfach mit der Mission an. WTF. Kann ich helfen? Wäre nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Klar. No problem. No problem. Und damit... Ja, also... Es beginnt ja kein neuer Part, deshalb... Ach, komm. Ja, es war einfach so, dass ich gerade nur diese Sequenz rausgeschnitten habe. Deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Und wo seid ihr anderen denn? Oh, Double Kill. Bäm. Lustig ist, dass die danach verschwinden. Und wo seid ihr anderen? Wo sind denn die anderen? Iron und... Ach, die sind vielleicht oben. Nee, die sind auch hier. Hallo, meine Damen, wollte ich schon sagen. Bam. Ach, der ja, der hat sich gut getarnt. Aber gegen den Meister der Polizeiagenten von Lego City kann keiner was aufrichten. Ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue, der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, okay. Hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Puh. Für mich so einige Entscheidungen, die man...
Und damit bekommen wir die erste Verkleidung der Räuber. Und auch der ist schon jetzt ziemlich nützlich. Der ist nämlich, ja, wie soll ich sagen? Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Oh, so ist da ein roter Stein? So, hier ist der für mich. Hey, komm schon. Ich verpasse die guten Sachen. Ja, tatsächlich. Das ist ein roter Stein für mich. Was ist das? Ach so, eine Schlüsselkarte. Okay. Ups, das war dumm. Der rechten Seite. Ich bin unschuldig. Brich Lego-Objekte auseinander, um Hinweise zu erhalten. Ach so. Das erzähle ich meinem Anwalt. Du hast einen? Komm, hätte ich schon nicht gedacht, mein Lieber. Ach komm. Ich bin die Musik ist aber nicht schlecht. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ja, weil man dann noch voll wissen kann, ob du dann nicht immer noch irgendwelche Kacke anstellst. Das Einbrechen macht einigermaßen Spaß, das ist natürlich nichts. Hä, wie muss man... Ah, okay. Sobald das Licht grün ist, hätte ich vielleicht mal lesen sollen, ne? Ach, lesen kann ich ja nicht. Doch, lesen kann ich. Hä, WTF? Ach so. Aber meine lieben Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben wäre nett. Und dann sage ich immer schön Pi bleiben. Ciao, Leute.